Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire 2 Total War, mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir starten heute mit einem Replay, denn die Schlacht gegen die Spanier, die habe ich schon mal offscreen gemacht. Es war jetzt tatsächlich auch eine schöne Schlacht. Und ich will aber das jetzt gerne heute im Replay zeigen. Einerseits, weil ich mal überlegt habe, daraus könnte man vielleicht mal ein schönes YouTube-Short oder so machen. Deswegen will ich mir diese Schlacht gerne aufheben. Und ich sage nur mal ganz kurz, was wir hier sehen erstmal. Dann kann ich das nämlich auch alles schön ruhig beschreiben. Wir haben hier unser Admiralsflaggschiff vorne. Hier kommen die Linienschiffe, die 74 Kanonenschiffe, ne? Also die vier Stück, die wir ja bereits kennen. Und dann kommen die schweren Linienschiffe mit jeweils 40 Kanonen. Ja, ein bisschen kleiner sind sie schon, ne? Aber können auch ganz schön Rums machen. Und dann haben wir ab hier hinten unsere, ja, ich weiß immer noch nicht genau, wie man es jetzt ausspricht, Fulric Pinnes, also Pinage oder so. Ich, ja, also, weiß gar nicht mehr. Muss man nachgucken, wie das auf Deutsch ausgesprochen wird. Genau, wir segeln vor in Linie unseren Feinden entgegen, die auch wahrscheinlich gleich versuchen werden, uns zu kreuzen, und dann geht auch schon gleich das Gefecht los. So, wir sind jetzt auch schon in Kampfbereitschaft und gleich wird auch schon gefeuert. Ich habe mich hier dazu entschlossen, die Formation ein bisschen abzuändern, dass unsere Schiffe jetzt einmal kreisen, und ich hoffe, wir können ihn halt einkreisen, dass seine Schiffe nicht ausbrechen können. Die spanischen Schiffe kamen auch so schnell näher, dass ich gedacht habe, ich kann eigentlich auf diese Kettenkugeln umstellen. Sieht man hier, glaube ich, auch ganz gut, dass die Kettenkugeln rauskommen. Dann entsprechend heftig einschlagen. Die Segel werden auch schon sofort in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist jetzt eigentlich auch das Ziel hier. Hier habe ich auch schon die Kugeln umgestellt. Ja, der segelt halt auch sehr schnell näher. Und wenn der halt so nah kommt, dann können wir halt hier, man erkennt es ja auch ganz gut, ne, wenn wir hier beidrehen, den Wind mitnehmen, können wir hier sehr schön seine Segel versuchen zu zerstören. Und da wollen wir natürlich auch den Schaden anrichten. Die spanischen Schiffe möglichst bewegungsunfähig schießen. Um dann mit Breitseiten die Besatzung ausschalten zu können, wenn wir dann ranfahren. Wir haben halt einfach eine deutlich größere Stärke bei den Kanonen. Und ihr seht auch schon hier, das Schiff ist auch schon fast komplett entmastet. Hat also der erheblichen Schaden an der Takelage erlitten. Unser Admiral, der fährt noch vorne weg. Vielleicht habe ich das auch noch gekriegt, ihn zu drehen, genau. Noch tatsächlich hier ein paar Treffer an unserem Schiff. Waren allerdings nicht so verheerend. Man sieht, ne, er schießt jetzt hier von Achtern auf unser Schiff. Die zwei, ich würde mal vermuten, was sind es wahrscheinlich? 48 Pfünder hinten am Heck, die schießen auf. Auch schon direkt einen schönen Treffer erzielt. Das zweite Schiff mehr oder weniger entmastet. Und jetzt haben die ersten Schiffe, das merkt man hier ganz gut schon, die haben schon ihre Hauptaufgabe erfüllt, nämlich die vordere Reihe der spanischen Schiffe mehr oder weniger bewegungsunfähig geschossen. Und jetzt kommen unsere etwas leichteren Linienschiffe, die 40-Kanonen-Linienschiffe nach. Die können entweder noch hier dieses Schiff entmasten, wenn die aber hier vorne sind, können wir auf Kartätschenladungen umschalten und dann die Besatzung der gegnerischen Schiffe ausschalten. Jetzt haben wir ihn noch hier
sehr schön eingekreist. Ne? Die Schiffe können nicht mehr gut manövrieren hier in diesem Pulk. Die Kursänderungen für unsere Schiffe sind natürlich auch nicht optimal, denn wir fahren gerade gegen den Wind, mehr oder weniger. Sind da entsprechend langsamer. Aber ihr seht auch schon wirklich die verheerenden Schäden an den gegnerischen Schiffen. Das Schiff wird sich gleich verabschieden. Und ich habe jetzt gedacht, weil seine Schiffe sich jetzt hier eigentlich kaum noch bewegen, stoßen wir jetzt hier mit unseren 40 Kanonen Linienschiffen hier an der Seite durch. Nicht mit allen, aber so mit zweien oder dreien. Das sieht man übrigens die Kettenkugeln, die hier lang fliegen von unserem Admiralschiff. Stoßen wir hier durch. Dann können wir sowohl dieses Schiff als auch die Schiffe hier unter Feuer nehmen und haben dadurch einen weiteren Vorteil. Und da ist das nächste Schiff mehr oder weniger entmastet worden. Also der macht auch Schaden an dem Schiff, das sieht man auch, ne? Aber es ist, der Schaden hält sich echt in Grenzen. Da werden mehrere Leute ein Hörgerät brauchen nach dieser Seeschlacht. Aber ich glaube, das fällt hier unter Berufsrisiko. Da habe ich gedacht, wir entern das Schiff. Man sieht halt hier diesen Glitch, der beim Entern passiert. Ne? Schaut mal, wie schnell sich das Schiff jetzt auf einmal dreht. Ne? Das ist ja nicht normal. Also ich meine, der wendet auf der Größe von einem preußischen Groschen oder sowas, ne? Ja, also oder einem brandenburgischen Groschen, keine Ahnung. Wer auch immer halt das Münzprivileg hat bei uns, ne? Der wird's wissen. Ja, und wer kommt zu spät zur Party? Eigentlich die noch halbwegs schnelleren Schiffe. Aber es ist halt eine optimale Situation. Wir stoßen jetzt hier einmal rein. Und dann können wir nämlich von beiden Seiten die Schiffe hier unter Beschuss nehmen. Auch hier wird es verheerend werden. Leichter Treffer mit der Backbordkanone. Hier haben wir schon auf die Kartätschenladung umgeschaltet. Das sieht man halt auch hier, ne? Dann ist die Besatzung sofort dezimiert ohne Ende. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er auf den geschossen hat. Aber auch hier, ne? Alles soweit erledigt. Da unser 74 Kanonen Linienschiff jetzt noch mit 64 Kanonen im Einsatz, aber es reicht, ne? Kann auf beide Seiten schießen. Kann also synchron drei Seiten abfeuern. Da schießen wir nochmal von Backbord in die Takelage rein. Auch da. Die haben jetzt, glaube ich, auch gleich genug. Man sieht hier ein paar Schäden am Schiff. Ja, das geht nicht unter, keine Sorge. Das ist einfach nur ein Fehler in der Darstellung. Aber man sieht hier auch schon, ne, so ein bisschen Schaden an der Hülle haben wir genommen. Ist hier also deutlich geringer, ist ja klar. Die Kettenkugeln machen nicht so viel Schaden an der Hülle.
Ihr seht, das geht jetzt tatsächlich recht schnell, ne? Also die Hälfte der spanischen Flotte hat sich schon ergeben. Ich würde mal sagen, 7/8 sind schon komplett entmastet und dümpeln einfach nur noch hier rum, ohne Takelage, ohne Segel und sonst irgendwas. Und unsere Aufgabe besteht eigentlich nur noch darin, jetzt nah ranzufahren, die Besatzung auszuschalten und die Schiffe zu entern. Und dann haben wir die alle erobert, die werden alle aufgeben, ne? Und das ist halt toll, denn das spült nochmal richtig viel Geld in unsere Kasse. Ich würde mal vermuten, da kommen so 24.000 Gulden bei rum, wenn wir hier fertig sind. Dürfte eine ganz ordentliche Bereicherung für uns dabei rausspringen. Und an der Stelle würde ich sagen, ne, haben wir das Wichtigste gesehen. Wir machen ein kurzes Päuschen und sehen uns gleich in der Kampagne wieder. So, und dann sind wir auch wieder in der Kampagne zurück. Ne, ihr seht, wir haben unsere Kasse ganz gut gefüllt. Und wir stellen uns jetzt mal Momentchen hier mit unserer Flotte hin und warten jetzt auf die Handelsschiffe, dass die kommen. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld dann danach tatsächlich bei rumkommt. Ne? Wir können ja hier auch noch, weiß ich nicht, nochmal 2 Indian Men produzieren. Ja. Das sind ja alles jetzt hier allerdings, jo, aha. Muss mir immer die Frage auch stellen, wie viele dieser Handelshäfen braucht man denn dann auch tatsächlich, ne? Und wie viele dieser Marinehäfen, wo man dann auch Schiffe rekrutieren kann, braucht man tatsächlich. Hier werden wir doch auch welche da, ne? Guck mal, da können wir auch noch 2 produzieren. Das ist doch schön, weil dann produzieren wir die ja direkt nebeneinander, ne? Das ist ja, glaube ich, eine gute Sache. Wir können einen Haufen Häfen ausbauen. Ja, wie sieht das hier aus? Das ist auf jeden Fall gut, ne? Dann bauen wir doch mal hier diese ganzen Viehhaltungsgebäude einmal aus, weil wir jetzt ja gerade so viel Geld übrig haben. Wo ginge das noch? Hier können wir noch eine Schmelze ausbauen. Ist vielleicht jetzt nicht die allerleichteste Aufgabe für uns, aber also überall dort, wo Viehhaltung betrieben wird, ne? Nicht unbedingt die normalen Bauernhöfe, die man dann zu diesen Landgütern dann da aufwertet, ne? Also, oder beziehungsweise, achso, warte mal, das ist ja, das sind die Sachsen, sind gar nicht wir. Sachsen noch eine Option, vielleicht erobern wir die mal irgendwann. Für 3000 können wir das auch nochmal ausbauen, das ist jetzt nicht so teuer. Gerade hier ist die öffentliche Ordnung ja super eigentlich, ne? Und da das ja auch 6 Runden dauert, ne? Also da ist ja lang genug, ist ja noch lang genug Zeit, ne? Da könnten wir jetzt halt wirklich überall gut mit dem Ausbau der Landwirtschaft anfangen. Nehmen wir das überall mit. Falls wir irgendwo noch so eine Manufaktur für 3000 ausbauen, können wir das natürlich auch gerne. Manufakturen für 6000 ausbauen, da warten wir noch. Die Bergwerke sind ein teurer Spaß, ne? Moskau soweit ja alles gut, ne? Das könnten wir ausbauen noch. Ist die Frage, ob wir dann hier tatsächlich jetzt auch bei dem Gebäude bleiben. Ich glaube, wir reißen das ab und bauen dann hier auch so ein Observatorium rein in Moskau, ne? Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Denn die wird mehr Zufriedenheit generieren. Und Moskau ist ja auch eine Region, wo ich mal vermuten würde, dass wir da potenziell auch nochmal eine bessere oder einen besseren Ausbau erreichen können bei der Universität. Was natürlich schön wäre. Wir besteuern hier erstmal auch knallhart weiter, ne? Also ich sehe es nicht ein, hier auf die 1500 oder was wir da bekommen zu... Wobei, ne, warte mal, wir kriegen hier gerade mal 600 oder sowas, ne?
Komm, dann verzichten wir da mal kurz auf die Steuern. Und du gehst hier hin, denn ich vermute mal, er wird ja versuchen, Athen zu garnisonieren. Und falls er uns nochmal den Krieg erklärt, können wir einen Überfall auf Athen riskieren. Das muss sich ja irgendwie für ihn nachteilig auswirken, ne? So, wir haben jetzt 28.000 Geld übrig. Ich gehe schon davon aus, dass wir da noch weitere Investitionen tätigen müssen. Bleibe für den Moment aber erstmal beim Status quo ante. Die Armee bleibt hier auch noch einen Moment. Gut. Ja, bei Neapel hätte ich ja nie gedacht, dass die so happy sind, ne? Auf einmal, aber hey. Landwirtschaft und Kirchen. Ja, die müssen wir dann mal abholen hier, ne? Die müssten wir noch abholen. Das ist auch schon aufs Maximum ausgebaut. Ja, woran liegt das dann, dass ich hier die große Oper nicht weiter ausbauen kann? Gibt's da so einen limitierenden Faktor wie den Gouverneurspalast zum Beispiel? Das wäre ja was, was ich dann auch mal ausprobieren könnte, ne? Ich würde aber vorschlagen, vielleicht nochmal ein Schiff zu bauen, aber jetzt nichts für 10.000 oder so, ne? Noch irgendwas Kompaktes. Vielleicht nur hier zwei Handelsschiffe, Und dann bauen wir einmal hier den Hafen in Zagreb aus. Damit wir da auch mal Handelsschiffe bauen können. Ja, bauen wir hier auch noch so einen. Bauen wir den Hafen hier auch noch aus? Ich habe gedacht, ja gut, also ne, die österreichische Elite-Marinewerft. Komm, hier für 5.000, das machen wir hier. Und hier oben für 8.000, ja, das geht jetzt noch nicht, ne? Aber dafür, ja, können wir hier, genau. Also wir haben die besten Marine-Rekrutierungsmöglichkeiten und die behalten wir auch erstmal einmal so bei, ne? Okay. Machen wir mal einen Quick-Save an der Stelle. Nächste Runde. Zeig mal, was jetzt passiert. Bulgarien. Nee, 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 nee. Für fortschrittliche Bewässerung. Ah ja, okay. Der wird wahrscheinlich jetzt gleich nochmal ein bisschen plündern wollen bei uns. Okay. Zeig mir nochmal den Burschen. Ah ja, da ist okay. Ja. So, das ist jetzt die nächste Flotte, die ankommt. So, und die kann ja einmal ganz kurz hier schauen, wo die Spanier sind. So, was haben wir da? Handelsschiff und noch ein Admiralsflaggschiff. Da sind die Ottos, okay.
Das ist der Papst. Oder was? Georgien, okay. Große Handelsnation. So, hierhin geht's, ne? Ah ja, sehr schön, wie du da vorbeifährst, genau. Dänemark und das Mogulreich, okay. Bauen direkt weiter. Ja, das hatten wir ja. Das können wir auch wegmachen. Was haben wir hier? Rekrutierungsreport. Ja. Genau, da schauen wir gleich nochmal nach. Und hier... Tarkin hat das Ding hier fertig gebaut. Sind wir auch weitergekommen? Bau das mal aus. 7 Runden dauert das jetzt. Inklusive Infrastruktur. Mhm. Sofia und Belgrad auf dem gleichen Ausbauniveau. Und die Eisenmine haben wir hier gebaut. Die können wir, glaube ich, noch einmal... Nee, das bringt noch nichts, die jetzt auszubauen. Das zieht nur die öffentliche Ordnung erstmal zu weit runter. Wir könnten diese Drill School noch ausbauen, ne? Die Drill School für 4000, das ist jetzt nicht so teuer. Und eine neue Gusstechnik. Gut. Für 4000 bauen wir das hier auch aus. 2000er, ich weiß nicht. Lass mal so. So, und wir bauen hier das Konservatorium, ne? Auch hier würde ich sagen, die Drillschule können wir hier einmal ausbauen. Dann sind wir jetzt aber geldmäßig wieder ein bisschen angeschlagen, ne? Ja, du bleibst mal noch da. Handelseinkommen, sehen wir da was? Elfenbeinküste. Sklaven, oh Gott. Ja, ich habe es ja, ich hab gesagt, ne, es steht zu befürchten. 3144. Das ist echt bitter, ne? Wenn wir jetzt hier der Global Player beim Sklavenhandel sind, ne? Wild. Ach, jetzt habe ich vergessen, mit den Schiffen was zu machen, ne? Soll ich das nochmal schnell laden? Das würde das ja jetzt echt so ein bisschen konterkarieren, ne? Wenn wir die Schiffe hier bauen. Mit denen jetzt nichts machen, ne? So, und dann fährst erstmal hier hin. Wo war die Flotte hier, die ich im Mittelmeer gebaut hatte? Ich bin verwirrt. Moment mal, hä? Was? Warte mal. Flotten, hier. Da. Ach, da habe ich den gebaut, okay. Na, wäre eigentlich schon ganz gut, wenn man noch irgendeinen anderen Hafen zwischendrin ansteuern könnte, ne? Aber gut, okay, dann pass auf, wir bauen noch hier 2 Indianmen. Das machen wir hier auch noch. Gut, okay, los geht's. Jetzt aber. Ich habe einen frischen Kaffee. Es ist herrlich. Herrlich. Mhm. Die Ottos stocken ihre Flotte auf, ne? Jetzt könnten wir überlegen, dass wir so eine zweite Flotte fertig machen, mit der wir dann hier operieren.
Okay. Wir haben viele Höfe ausgebaut. Schiffe ist klar. Klar, Infrastruktur bauen wir hier auf jeden Fall noch aus, ne? Wir haben, ja, wir könnten noch mal hier schon die öffentliche Ordnung. Hier ist doch okay eigentlich, ne? Da geht es noch ein bisschen besser. Gut. Manchen anderen Regionen ist ja sogar fantastisch sozusagen, ne? Es geht hier auch nur auf Stufe 3. Es ist echt ein bisschen, das ist ein bisschen komisch, ne? Ja, dann lass doch nochmal hier schauen. 4000. Ah, Moment, ich habe eine Vermutung. Kann das daran liegen? Nee. Kann nicht daran liegen. Doch, kann daran liegen. Könnte, ne? Nee. Das ist dann doch nicht. Ich hatte gedacht, ob es daran liegt, je nachdem, welches Gebäude du halt auf welchen Platz hier setzt, ne? Naja, gut. So, ihr fahrt mal hier hin. Ja, also, ich halte ja schon irgendwie. Lass mal gerade gucken. So eine 40-Kanonen-Fregatte. Halte ich ja schon für eine coole Sache, ne? Aber bist ja nicht ganz so verwundbar, ne? Mach noch zwei Indian Man. Ja, und wir warten jetzt mal, dass unsere Flotte hier ankommt, ne? Das sind die Leute, die die Eulen nach Athen tragen, ne? Da haben sich die Ottos nochmal so einen Handelspunkt geschnappt. Ja, haben wir die Erasmus-Studenten wieder nach Hause geschickt, ne? Ja, das ist unsere Handelsflotte. Jetzt wissen wir aber auch, dass hier dieses Icon dafür steht, dass diese Schiffe handeln können, ne? So, ein Schiff würde jetzt noch reinpassen, ne? Dann sind wir bei 4, 8... 10, 12, 14 Schiffe ist das ist die maximale Größe. Hier passen also noch 6 Schiffe rein. Ja, das sollten dann irgendwie, ich würde sagen, da machen wir noch irgendwie 4 Fregatten rein. Oder? 8, 10, 14. Ja, 4 Fregatten und 10 Handelsschiffe halt, ne? Das wäre jetzt so meine erste Vermutung. Okay, nächster Handelspunkt. Gucken wir mal, wenn wir da treffen. Ja, das hatten wir doch. Mach das mal weg. Irgendwie war das wieder... Sah es so aus, als wäre es wieder da. Ja, das müssen wir einmal ausbauen, bitte.
Okay, das können wir nicht weiter ausbauen als auf die Stufe. Auch wenn es hier so angezeigt wird, ne? Echt schon ein bisschen komisch. So, und hier können wir jetzt die super günstigen bulgarischen Reitertruppen rekrutieren. So, und dann fahrt ihr mal hier hin. Gut, das sind jetzt auch genau 14 Stück, ne? Das heißt also, wir bräuchten noch 6 Schiffe. Ja, die rekrutieren wir nicht in Genua. So, ach, da gibt es nur eine gewisse Anzahl von. Oder wie oder was? Ah ja, guck mal da, okay. Mhm. 38 Kanonenfregatte. Und 40 Kanonenfregatte. Die können auch handeln, ne? Okay, dann zeig nochmal ganz kurz. Unterscheidet sich das in irgendeiner Form hiervon? Nein. Na? Dann erhöhen diese Schiffe vielleicht unser Handelsvolumen. Das kostet 330, so ein Ding zu haben. So, 4, ne, für die eine. Dann noch 1, 2. Boah, Alter, ne, das ist ja ein unfassbar teurer Spaß. Pass auf, wir bauen mal. Ja, ja. Komm. Vor allen Dingen diese Handelsschiffe, die kosten ja so gut wie nickes, ne? Also. Tausend kosten die jeweils. Wobei, Sekunde. Ja, warte mal, mach noch was auf. Ne, mach genau 4 Stück. Mach genau 4 Stück. Na, ich würde mal schon sagen, ne, so 2 dieser Fregatten, das ist schon mal ganz okay. Dann haben wir jeweils 2 so in so einer Flotte drin. Dann gucken wir mal weiter. So, wo finden wir noch mehr Spanier? Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Ja, muss ja gleich meine Truppen nochmal abholen, ne? Die stehen da ja noch so hier in der Landschaft rum, ne? Also der kann da stehen bleiben, ja, aber... Es bleibt spannend. Okay. So, dann zeig mir das dann nochmal. Da brauche ich jetzt, ja, dann machst du da. Also, dann kann ich 18 von diesen Schiffen rekrutieren, ne? Insgesamt, weil das sind ja 14, ne? Das heißt also 9 Schiffe brauche ich drin, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, dann nehme ich diese 5 Schiffe. Und sage hier hin. Und
Und dann nehme ich diese Flotte und sage mal vorsorglich hierhin, Ostafrika. Ja, die handeln da auf jeden Fall mit 7800 und die mit 5200. Die Handelsroute, ja. Geht die dann so? Da müssen wir gleich nochmal gucken, wo die Handelsroute genau hingeht, ne? So, Flotte kommt an. Wen haben wir da? Norwegen. Ach, der kann nicht handeln, deswegen ist er da. Gut, okay. Dann geht's einmal hier hin. Konstruktionsbericht. Moskau hat das Konservatorium gebaut. Baust du direkt mal hier weiter aus. Technologische Fortschritte. Reformierte Marine, Administration und so weiter und so fort. Okay, cool. Und dann verteilen wir die auch noch irgendwie, ne? Okay. Okay, okay, okay. Du könntest mal hierhin, da. Ist wirklich so. Guck mal, dann gehst du hier an Bord. Ruckel, ruckel, ruckel. Wir sind irre. Ja, bleibt da stehen. Komm, das wird wild. Ja, das wird wild. Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Okay, nächste Runde. Zack, zack. Weiter geht's. Komm, hier nicht anhalten. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Ich hätte nochmal nach den Technologien nachgucken können. Ne? Naja gut, wenn wir da jetzt irgendwie eine Runde Zeit drauf verschwendet haben, dann ist das nicht so schlimm. Man merkt aber auf jeden Fall, wie diese Variante von Empire hier, diese Mod, wie die deutlich länger gespielt werden will. Ne? Ein Rake in Naples. Take this to the Queen of Naples. What is it, my lord? The King of Naples. Okay, lassen wir ihn leben. Das sind 420, ne? Das ist nicht der Hafen, um den es hier geht. Karl Moor ist down gegangen, okay. Er hat seinem Land treue Dienste erwiesen. Weinplantage, die bauen wir aus. Kommerzieller Hafen. Let's wait. Hanke
Basedow ist gestorben. Was für ein Minister war das? Wir wissen es nicht. Naja, Zufriedenheit geht ja wohl, ne? So, unsere Fregatten sind doch jetzt fertig, ne? Super. Dann schickst du mir zwei Stück einmal hier hin. Das kannst du ja jetzt schon mal machen, ne? So, pass auf, wir nehmen nochmal. Ne, bleib dabei. Wir bleiben dabei. Schickst du mir direkt hier hin, ne? Das ist ja ein langer Weg, den du da hast. So. Schießen wir den weg? Die Truppen auf die Schlacht vorbereiten. Ja, würde ich auch sagen, ne? Richtiger Monsun, okay. Tja, ich weiß nicht, aber die Arti schießt trotzdem, oder? Das ist das Wichtigste überhaupt. Die Arti macht doch diese Schlachten erst zur Schlacht. Die Arti hat dieses Schlachtfeld erst richtig gemütlich gemacht. Und hier pinkeln die mir auf meine Burg. Arti. Okay. Entspannte Aufstellung. Kavallerie? Ja, hat er. Persönliche Eskorte von Philipp dem V. Ey, dann komm. Blasen weg. Machen wir mal Philipp den 2. draus, ne? Eins, ah. Okay. Pferde sind ein bisschen unruhig, kann ich aber verstehen. Okay, gib mal ein bisschen Gas. Ja, da hinten in den Fluss geschossen, okay. Na komm. Ja, also. Noch nicht ganz Philipp der 2. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier sogar König Philipp den 12. draus gemacht. Ist das bei der, das bei Jim Knopf, ne, oder? Gibt's doch hier den König XYZ, der 12., ne? Ja, das hier scheinen tatsächlich auch, das scheinen auch irgendwelche Kurzschlüsse bei der KI zu sein, ne? Dass die, dass die KI das irgendwie nicht so ganz hinbekommt, ne? Mal ganz weit außen auf der Flanke vorbei.
Und du? Rennst mal direkt los. So, denn da, den wollen wir ja einfach nur noch hier abwickeln, ne? Der wird abgewrackt, sozusagen. Was hat er vor? Das ist eine komische Formation. Schieß hier drauf. Hier drauf. Achtung und. Das ist eine komische Haufenformation hier. Ja, viel treffen wir da nicht, auch wenn er in der Reichweite ist, aber. Gut. Pass auf, du machst hier diesen. Du machst hier diesen. Und ihr macht hier diesen. Schnell. Sieht gut aus. Schieß. Jawohl. Schnell ein Stück zurückziehen. Go, go, go. Kein guter Treffer, aber okay. Für den Moment, okay. Komisches Karree. Ja. So, die Arti hört mal gerade auf zu schießen. Kavallerie macht sich da hinten fertig. Und hinterher. Und nach. Die Artillerie kann hier auf die Truppen schießen. Ah, super. Hör mal auf zu schießen. So, los geht's. Und dann sehen wir uns da vermutlich auch gleich wieder, ne? So, das war's. Entscheidender Sieg. Okay. 151 Mann Verluste. Das ist nicht viel. Ich konnte den aber auch nicht mehr komplett aufreiben. Leider. So, Verstärkung gehen wir direkt an. Sehen wir uns mal hier. Auf diesem Höhenzug hier. Da verschanzen wir uns mal. Kann er ja versuchen, uns anzugreifen, ne? Einen Vorbau ich jetzt hier aber nicht, ne?
You are unable to build a fort. Ja, danke. Ich bin unfähig. Das war jetzt die Flotte, die aber hier angekommen war, ne? Ja, das ist einfach nur jetzt alles aktualisiert, okay. Ja, ich wollte nach den Forschungen gucken. Ja, das ist aber von der Zeit alles okay, ne? Okay, aber wartet mal ganz kurz. Also 35 Runden für die Dreschmaschine. Natürlich fahren 35 Runden. Kommt mir jetzt ein bisschen arg lange vor. Wie wäre es mit? Okay, es dauert alles lange hier, ne? Verbesserter Handel. Finde ich, glaube ich, dann noch besser, ne? Heidelberg. Arbeitsteilung. Unsere Super-Uni, ne? Aber 33 Runden ist auch immer noch sehr lange. 20 Runden hier. Also auf deinem Vorstuhl mal das in Heidelberg. Preslitowsk. 24 Runden ist nicht mehr viel. Alles andere dauert ja länger, ne? Magdeburg bleibt dabei. Ja, und Brianz kann nicht wirklich auf irgendwas Schnelleres umsteigen, ne? Ja. Kann ich nicht ausbauen. Dann bauen wir die große Admiralität in Paris. Und da würde ich sagen, da können wir, ne? Also da in Paris können wir die ganzen Späße auch einmal bauen, die wir in Berlin gebaut haben, ne? Alter, 50.000, irre. Berliner Schloss, ja nice. Ja, und auf das andere warten wir halt, ne? Komm, go. Die Schiffe warten dann noch ein Momentchen, nur damit wir den zur Not abholen können. Wenn wir sie verlieren, dann ist es halt so. Zieh ich zurück. Zieh dich zurück. Aber gut zu wissen, wo die spanische Hauptkriegsflotte sich gerade befindet, ne? Können wir in der nächsten Runde 3 Schiffe bauen. Für 10.000, ne? Nein, keine Allianz. Offizier an Deck. So, jetzt kommt das Gute. Ich weiß nicht mehr, wo ich die hinschicken wollte. Elfenbeinküste. East Indies. Ist der hier jetzt, ja. So, die bleiben auch alle so. Okay, die ist jetzt auch entsprechend ausgebaut, die Militärakademie in Berlin-Brandenburg. £24 Gardeartillerie. Ja, lass mal vergleichen. Ungenau und lädt langsamer nach. Wir wissen Bescheid. Was ist das hier? Ungenau und lädt langsamer nach. Also artilleriemäßig bleibt alles so, wie es ist, ne? 6 Pfund Batterie. Ich weiß gar nicht, habe ich mir die schon mal angeguckt? Ja,
Ja, also die 12 Pfünder sind nach wie vor das Maß der Dinge. Preußische Füsiliere, Linieninfanterie. Krasses Bild irgendwie. Ja, die sind ordentlich. Die sind ordentlich. Okay. Also ein Rekrutierungsmassaker hier, ne? Okay, gut. Ja, ich muss jetzt hier aber Schluss machen. Genau, zeig mir das nochmal, ne? Wenn ich das jetzt mache, dann gibt es halt noch mehr Unzufriedenheit für die arbeitende Bevölkerung. Das wollen wir nicht unbedingt, ne? Krass, dass wir hier immer noch die Besteuerung rausnehmen müssen. Die Weingüter bauen wir sowas von auf jeden Fall aus. Plus 1 zu kultureller Unruhe. Gut, aber der Widerstand gegen die Besatzung, der wird ja hier in Bälde aufgegeben, ne? Quicksave und Attacke. Ja, wenn ich es automatisch mache. Ihr wollt wahrscheinlich sehen, wie ich es austrage, ne? Okay, ich habe ja einen Quicksave. Mach mal automatisch. Unbesiegt. Für 6000 zum Fortbilden. Gar nicht mal so wild, ne? Okay, gut. Wir nehmen das Autosheft, glaube ich, mit. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Macht's gut bis dahin. Pax vobiscum. Das Quicksave, meine ich. Pax vobiscum, Valete.